Hallo zusammen, willkommen zurück zu Rise of Industry und dem Quatsch, den ich hier mache. Was ist das hier? Was war das nochmal? Was? Achso, nee, danke. Chipstüten, ne? Ich habe mir irgendein Produkt rausgesucht, Level 3, was niemand braucht in der Gegend hier. Also es ist viel zu früh dafür, aber dafür habe ich Äpfel freigeschaltet. Das heißt, wir können, möchte ich gerne ändern, wir können statt Oliven hier Äpfel anbauen. Und dann entsprechend die Felder hinzufügen. Eins hier hin. Können wir noch eins? Oh. Ah, okay, da habe ich was für die Forschung. Felder und Ernte, dass wir... Es ist Plantage, es ist Obstgartenfelder, genau. Wir wollen das. Wir wollen auf jeden Fall eins mehr haben. Weil der Brunnen, der braucht einen weiteren Sammler. Ich stelle den jetzt einfach mal dahin und gehe davon aus, dass hier die... dass es keine Rolle spielt, wie weit die hier auseinander sind oder so. Man bautet hier einfach hin. So. Der bringt sein Wasser hier zum Obstgarten und bald haben wir hier ein weiteres Feld. Brunnen ist also deutlich, ich sag mal, leistungsstärker, was so die Produktion von Wasser angeht, aber eben teurer. Steht das hier irgendwo, was der kostet? Im letzten Monat hat das Ding... Die Gesamtkosten hier 1500 und was kostet das Ding? 4000. Aber der hat ja auch viel mehr Ernte, ne? Also der macht 8-mal. Müsste man vielleicht vergleichen, ne? Wenn der 8-mal Wasser macht und was der hier kostet, wenn der 4 Ernte dran hat. Oder Sammler in dem Fall. Naja, okay, wir können das jetzt hier machen. Und die Äpfel haben wir hoffentlich auch. Nee, okay. Zum Bauernmarkt. So, der Stadt geht's gut, ne? Florierend. Ich denke mal, dass wir hier bald neue Produkte sehen werden. So, im Augenblick haben wir das noch nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert. Also, ob das abhängig ist von der Bevölkerungszahl. Sicherlich, klar. Welches Level man hier hat. Wird leider nirgendwo angezeigt, aber ich lasse es dann einfach mal laufen. Wir haben ja ein bisschen Geld ausgegeben. Es wäre, glaube ich, ganz gut, da wieder ein etwas größeres Polster zu haben für die nächste Produktion. So, was nimmt der jetzt hier? Der produziert mit 2 die Hälfte von dem. Kostet ein bisschen mehr. Das ist nicht wirklich viel. So, was wollen die? Die wollen Rindfleisch. Ja, das haben wir nun leider noch gar nicht. Also ich würde es auch nicht so eine Produktionskette jetzt aufbauen für so ein Event, sondern nur wenn ach so. Okay. Ja, dann vielleicht doch. Aber wie gesagt, ich will jetzt mal ein kleines Polster aufbauen. Und eigentlich haben wir gesagt, jeder kriegt immer so ein bisschen. Hier ein bisschen, da ein bisschen. So, das heißt, wir müssen... Ach so, Leder. Ja, das ist natürlich dann 2 Klappen hier mit einer Fliege, ne? Wenn wir da... Was haben wir hier? Das Stahl ist schlecht. Genehmigung für Region erwerben? Wie? Moment. Was für welche? Ach, Leiterberg. Das ist ja die... Aha. Wieso 11? Sind das Millionen? Ach so, um die Region frei zu... Oh, hab ich... Nee, das ist abgelaufen, okay. Ich habe ja nicht aus Versehen so viel Geld ausgegeben. Ah ja, okay, also um in der Region bauen zu können, brauche ich also so viel Geld. Ja, dann ist eigentlich ganz gut, wenn ich die Zeit ein bisschen laufen lasse. Aber eine Rinderproduktion wäre dann, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Ne? Und hier müssen wir... Wir brauchen halt Stahl, Glas, Sand... Also Keramik wäre das nächste, aber Sand haben wir eben nicht. Ich gucke mal, ob das in der Nachbarregion ist. Die haben halt Eisenerz und Kohle. Also die Stahlproduktion ist eigentlich so dann das nächste Ziel. Wenn wir da sind, aber wie gesagt, man braucht ein bisschen mehr Geld dafür. Dann sollten wir uns hier um die Rinder kümmern als nächstes. So, und da sind wir schon wieder in der Zukunft. Toll. Ah, wie schnell das geht.
Nutztierfarm können wir bauen und die passt hier aber leider nicht hin. Wir brauchen also wieder ein bisschen Terraforming, was immer so teuer ist. Ich hoffe, dass das reicht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Wenn wir die Farm drehen, reicht's. Dann baue ich das so. Wir wollen Rinder, die brauchen aber auch Weizen. Und das haben wir aber schon so. Und die brauchen wieder einmal Wasser in 30 Tagen. Das heißt, der Brunnen macht zweimal Wasser in 30 Tagen, wenn wir das hier hinbauen. Aber, ups, hopp, hopp, Ziel. So. Und die brauchen ein Feld für. Oh, das ist aber auch groß. Ah, es passt hier oben gerade so hin. Sehr gut. Lassen wir es mal bei einem und gucken erstmal. Die brauchen auch 30 Tage. Weizen brauchen wir noch, ne? Das müssen wir ganz, ganz schnell machen. Ich weiß gar nicht, ist das Feldfrucht? Können wir. Ja, okay, haben wir schon. Sehr gut. Dann können wir eine Farm, die Feldfruchtfarm irgendwo hier hinten hinbauen. Wollen wir es direkt daneben? Ich glaube schon. Hier würde ich leicht plätten wollen. Und dann. Ach so. Moment, der braucht einmal. Wie viel braucht er? Er macht einmal Weizen in 30 Tagen mit einem Mal Wasser. Dann passt es ja. Nee, ich will es eigentlich hier hinbauen. Und ja, ich baue dir auch eine Straße. Nee, hat er eigentlich. Ach, nee, das hat er nicht. Okay, Moment, wir müssen die Straße verbinden. So. Und der braucht ein Ziel, der muss halt dahin bringen. So, und der macht ja zweimal Wasser sozusagen. Einmal hierfür, einmal dafür. So, wenn wir ein Feld hier und ein Feld da noch dazu machen. Und einmal Wasser, das geht alles auf im Augenblick. Oh, machen wir. Ah, naja, nee, ich lasse es mal so. So, und, aber es ist schön, weil eine Kuh produziert halt ein Fett, ein Fleisch sozusagen, was hoffentlich bei uns auch schon gebraucht wird. Das ist relativ billig hier, ne? Lenkersheim, wo ist denn das? Ist das da drüben der Ort? Ne, ist Hannover. So ein kleines Städtchen. Naja, das ist ja auch in Wirklichkeit nicht groß. Lenkersheim ist auf der anderen Seite der Map. Brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist, glaube ich, alles erledigt. Was fehlt denen hier noch? Eigentlich nichts. Also schon, klar, der Weizen, aber. Läuft es? Läuft nicht. Warum nicht? Weil dem Wasser fehlt, klar. Wahrscheinlich muss man das hier noch als zusätzliches Ziel wählen. Jetzt versorgt er drei Sachen. Und man kann natürlich da auch forschen, ne? Dass man mehr Ziele hat. Wenn man die Effizienz erhöht und die sowieso mehr liefern, produzieren und so, dann macht das alles Sinn. Apropos forschen, gucken wir mal. Das wäre hier unten. Mehr Felder, Bewässerungsturm. Ah. Das wäre ja voll billig, wenn man so einen Turm irgendwo anstatt jetzt zum Sammler. Oder funktioniert das anders? Ich mir später an. So, Straßengeschwindigkeit brauchen wir jetzt nicht. Also rauchen tun wir es immer, ne? Aber so, das muss halt später kommen. Stahl wäre halt eine Sache, wenn wir den Nachbarn freigeschaltet haben. Die Oden, da brauchen wir halt auch Glas. Haben wir aber keinen Sand, also wird erstmal nichts. So, wir haben auch kein Holz bei uns. Mehl will keiner haben.
Ja, also die Produkte, die wir produzieren können, will im Augenblick noch keiner haben, außer natürlich Zucker. So, das könnte man, kann man Mineralwasser gezuckert, das ist ja Orangensaft, kommt auch kein zusätzlicher Zucker rein. Hier, na, wahrscheinlich wegen der Limo dann, ne? Das ist klar. Limo mit Orangensaft. Orangen? Naja, okay, warum nicht? Ich finde, wenn man so echten Orangensaft hat, den mit Sprudel so, also eine Orangensaftschorle, ist irgendwie eklig. So, mal gucken, ob die hier vorankommen. Hätte ich das mal zuerst gebaut? So, die Milchlieferung. Nee, ich glaube, also noch traue ich mir das nicht zu. Es sei denn, unser Bauernmarkt, der will gar keine. Mist. Will gar keine Milch haben. Ne? Also, wir haben leider keinen Abnehmer für. Das heißt, wenn wir hier Ziele setzen, das Fleisch geht hier hin. Wenn wir die Leder geht dahin. Und Milch müssen wir halt in den Lagerraum. Haben wir bisher noch gar nicht. Ne? Also so ein kleines Lagerhaus. Guck mal, hier würde das noch hinpassen. Willst du wohl? Ja, den kriegen wir, das kriegen wir nicht geformt, aber das hier, das geht. Das hier ist das kleine Lagerhaus. Ach so, kann er das nicht? Das ist ja witzig. So baut er. Ja, okay. Auch hier anschließen, Eingang, Ausgang. Oh, ach, es ist automatisch, ne? Liefern die jetzt alles automatisch rein? Uff. Oder kann man ausschalten auch, dass er das macht? Man kann die Reichweite beschränken, das ist natürlich noch besser. Jetzt dürfte er kein Wasser ziehen. Wenn man es noch kleiner macht, dürfte er auch keine Äpfel ziehen. Ich will eigentlich nur, dass der die Milch hier zwischenlagert. So, scheint zu funktionieren. Jetzt haben wir noch ein bisschen was hier rumliegen. Ich hoffe, dass. Oder? Nee, Moment, rumliegen. Hier sieht man, was rumliegt. Uff, wirklich alles hier hingebracht da. Das ist blöd. Okay, 11 Leder liefern. So, gibt uns einen ordentlichen. Aber nach Lenkersheim. Das ist wieder da unten am. Nö, mach ich nicht. So, jetzt sagen die. Oh nee. Jetzt jammern die alle, weil. Keine Lagerhäuser in Reichweite, aber warum denn? Sollen ja auch nicht. Es ist Pandoras Box geöffnet. Sobald man ein Lagerhaus gebaut hat, muss es immer darüber gehen. Ah, das ist natürlich blöd. Was kann man denn wann Routenlinien umschalten? Einschalten, dass er das nicht ins Lagerhaus machen soll. Na also. Okay. So ein bisschen langsamer machen. Man muss das also auf manuell schalten. Okay. Das wäre dann hier. Hier auch. Und er hat sich das Gott sei Dank gemerkt. Er hat alle automatisiert, die im Bereich des Lagers waren. So. So, er hat aber noch ein Problem gehabt. Okay. Alles gut. So, und er lagert hoffentlich.
weiterhin Milch ein. Hier. Jetzt haben wir so ein Ding. Ja? Die wollen jetzt Milch haben. Nach Ostarle. Ich biete da mal mit. Achso, das ist das, was ich bezahlen musste. Bis Juni 16, Jahr 7. Also wir haben wirklich Zeit, das zu machen. Aber was bringt uns das? Und vor allen Dingen... Ach scheiße, ist auch so weit weg. wir haben aber eine Straße, die dahin führt. Okay, da du jetzt einen Vertrag hast, mit dem du die Produkte schicken kannst, musst du das Stadtzentrum anvisieren, das sich in der Kategorie blablabla beeile dich, sonst musst du deine Geldstrafe in der Vertrags zahlen. Okay. Das heißt, wenn wir im Lagerhaus sind und sagen, wir können Ziele, wir nehmen die. Das mag ich nicht. Milch. Achso, das ist sortiert nach Dingens. So. Weil es sonst zu unübersichtlich wird. Ja, cool. Dann fahren die hier die ersten 8 schon los, hoffentlich. Sind das die da? Ja. Nee. Da sind sie. Ein bisschen langsamer machen. So, wenn wir einen anklicken. Da sind 2 drin, okay. Ja, also ich denke, dass ich den Vertrag erfüllen kann. Wie viel gibt es denn dafür? Na, da hätte ich jetzt mal gucken müssen. Verträge. Produktpreis sind 18.000. Achso, die zahlen 287% über dem Marktwert oder so. Das gefällt mir ja. Marktwert ist eine Sache, also das ist genau mein Thema. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, meine ich. Naja, ist aber ein anderes Thema, gehört hier nicht her. Eine Gameplay-Warnung, Auktion gewonnen. Ach so, er hat das immer so Warnung, ne? So, oh, ich denke, es ist was ganz Schlimmes passiert, aber. Dabei ist es nur das. Okay, Linkesheim könnten wir freischalten, aber das war ja so weit weg. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte hier in meiner Gegend erstmal bleiben und den Stahl. Was sieht man denn hier? So, Leder liefern. Das ist eine Sache, die ganz interessant. Aber wenn das 191.000 kostet. Ich habe keinen Vertrag. 8.000. Also, ich probiere es ja gerne aus, aber mir schließt sich so die Logik da noch nicht ganz. Wenn die sowieso 8.000 zahlen und sind schon so 140 und dann zahlen sie 16.000, man muss 8 liefern. Sind 80, aber ja, ich habe 128.000. Wieso sollte ich, um den Vertrag zu bekommen, da 200.000 bezahlen? Das ist irgendwie komisch, vielleicht zu teuer, weil ich mit denen noch gar keine Handelsbeziehung habe oder so. Jetzt so eine Überlegung. Ah, es gibt noch einen zusätzlichen Bonus. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob ich da sowieso von denen noch was bekomme. Also wenn, allein für die Milch und dann zusätzlich noch, weil ich sie geliefert habe, gibt es noch die Belohnung. Wird die weniger, mit je mehr Zeit vergeht? Ja, die bleibt gleich, okay. Milch nach Hannover. Ich mache es jetzt mal nicht. Oder ist das die? Nee, nee. Ich,
Unterbietet man sich hier? Ich glaube, das ist es, ne? Ja, ich mach's für 260.000. Er sagte, ich mach's für 270. Mal gucken. Ich glaube, so funktioniert's. Aber wir haben auf jeden Fall genug Geld, um unsere Produktion hier aufzumotzen, wenn man so sagen kann. Feld hinzufügen. Und er hier auch einen Sammler hinzufügen. So, und zielmäßig funktioniert das aber alles. So, jetzt haben wir die Sache gewonnen. So, der hier ist unterwegs. Ich würde jetzt aber erst anfangen, wenn der angekommen ist. Hier steht ja 0 von 17 geliefert. Jetzt sind sie angekommen. Das war die erste Lieferung. Ich dachte, ich hätte 8 losgeschickt. Also warum der nicht auf 18 gesprungen ist. So, aber auf jeden Fall haben wir eben die Produktion erhöht, dass es ausreichen müsste. Dann fährt er hier los. Moment, wir haben doch hier, nee, Moment, Minimum behalten. Ja, man kann so und senden, sobald Produkt bereit ist, oder? Jetzt ist es an, jetzt ist es aus. Der Plan ist eben, voll zu fahren, also nicht ein Auto loszuschicken mit einem drin, sondern mit zwei. So, jetzt haben wir zwei. Und es fährt keiner los. Ich hoffe, er weiß, dass er sozusagen hier nicht mehr liefern muss. Ne? Da kam der letzte an, Vertrag erfüllt, haben wir Geld bekommen. Geh mal davon aus. So, dann nochmal Milch an Hannover. Ich hoffe, dass wir da eine Verbindung haben da drüben. Wenn nicht, wäre blöd. Ja, geht. Das ist aus. Eingangslos. Okay. Gefällt mir. Also ist transparent genug, sage ich mal, um zu wissen, was da passiert und wie es funktioniert. So, haben die schon neue Produkte. Nee. Wir wollen immer noch das gleiche Zeug haben. Wie geht's denn der Stadt? Achso, das steht ja hier, genau. Immer noch florieren. 280.000. Vielleicht 300.000 oder so. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht lasse ich es kurz laufen und hoffe, dass es ist schon wieder die Zeit rum. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Tja, schade eigentlich. Aber jetzt bin ich gerade so angefixt. Ne? Also wie gesagt, eine Stunde gespielt, so knapp, ne? ein bisschen drüber. Aber ich würde dann doch gerne noch so irgendwie mal sehen, wie es dann so aussieht, wenn man großen Fabriken hat. Ah, macht man es wirklich größer? Macht man hier so? Ist das hier schon groß, was die Konkurrenz hier macht? Ist auch interessant. Vielen Felder. Hat er Wassertürme? Hat er sowas gemacht? Oder? Nee, ne, der hat hier Brunnen. Das ist so albern irgendwie. Ah ne, er hat es schon ausgenutzt. Er hat 5 Dinger gebaut. Ne? Hier nur 3. Aber hier 1, hier 4. Hier auf jeden Fall 5. Ah, okay. Ich sehe schon, was der macht. Hier draußen Lagerhaus. Unsinn. Naja. Und dann ich gehe mit meinem Kleiner. Also ich glaube, die Konkurrenz ist besser im Geschäft als ich. Mist. Naja. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal.